Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Life in the Woods hier bei Explorer LP. Wir stecken immer noch tief unter der Erde in unserer ersten Höhlentour. Wir müssen aber jetzt nach Hause, wir haben die Taschen dermaßen voll. Nur soll ich hier was sagen? Ich weiß nicht, wie wir nach Hause kommen. Ich habe keinen Plan, wo wir sind. Ich habe mich immer wieder ablenken lassen durch Gold und hier, siehst du, Redstone. Aber wir brauchen nichts mehr. Wir haben 4 Diamanten im Ganzen gefunden. Was ziemlich, eine ziemlich magere Ausbeute ist, finde ich. Ich hatte mir mehr erhofft, aber ich wusste auch nicht genau. Ich weiß nicht genau, wo man sie findet. Ich wusste nur tief unter der Erde. Das haben wir jetzt gemacht. Ja, dann müssen wir jetzt ein bisschen kreativ sein, weil ich habe keine Metallpickaxe mehr. Ich wollte auch keine mehr bauen, weil ich gedacht habe, findest du sowieso nichts mehr. Nee, stimmt gar nicht. Wir müssen die Fournace setzen. Wo ist die? Die ist im Rucksack, ne? Da ist er. Ja. Das ist Gold. Iron? Was? Achso, Iron. Iron Ore. So, dann mach mal. Derzeit können wir ja ein bisschen Taschen aufräumen. Wir müssen nicht alles mitnehmen, was wir jetzt haben. Ich würde sagen, ich mache mir mal hier ein Loch und da schmeißen wir alles rein. Dann machen wir das Loch zu. So. Okay. Hat das ein Metall? So, was kann denn weg? Was haben wir? Die 64er Stacks behalten wir. Du kannst weg. Ciao. Gravel behalten wir. Was ist denn in Bäh? Oder irgendwie Schrott? Die Knochen können da rein. Okay, Eisen haben wir keinen Platz mehr. Alles 64er Marble. Ciao. Gunpowder, weiß ich nicht, ob wir es mal brauchen, ob es wichtig ist. Granit. Ciao. Was bist du? Skullful. Keine Ahnung, ob wir das brauchen. Salz hier drin. Ja, ist aber auch voll. Lapis, auch voll. Fleisch, auch nicht. Gravel, komm, weg damit. Dich brauchen wir, dich brauchen wir. Dirt brauchen wir. Gold, Gold. Ja, trotzdem haben wir keinen Platz. Verdammt. Gut in Frieden. Ja, wir kriegen Besuch. So, das sollte reichen. Gut, wir brauchen noch ein paar Fackeln. Zack, zack. Zack,
Zack, zack, zack, zack, zack. Machen wir direkt zwei. Es ist viel zu ruhig, merkst du das? Viel zu ruhig. So. Gold. Kann man davon ausgehen, überall da, wo Gold ist, das sind auch Diamanten. Ja, ne? Das ist, wäre zu einfach. Schon da. Wo bist du? Gut. Schön. Nice. Ich weiß noch nicht, wie viel mehr Diamanten wir im Endeffekt brauchen, aber 5 Stück haben wir schon mal. So, jetzt wie gesagt, nur noch den Weg nach draußen finden. Was ist hier das? Gold. Okay. Das sieht ja so aus, ne? Als wenn wir da jetzt rauskommen. Aber nein. It's a trap. And it's a bug. Komm. Nehmen wir den Redstone mit. Ich hatte ursprünglich auch vor, mir eine Diamantspitzhacke zu bauen, damit wir auch also Obsidian oder wie es heißt abbauen können, aber nee. Wenn wir es denn wirklich brauchen, dann sind wir vielleicht auch in der Lage, dass wir genug Diamanten haben und deswegen sparen wir uns das erstmal. So, wir wollen nach Hause. Liebes Spiel. Hier sind wir schon mal komplett falsch, gut. Essen wird auch langsam rar. So. Du siehst, bis zur Oberfläche es ist ein langer Weg. Von hier sind wir gekommen. Dann gehen wir diesen Weg auch zurück. Kommen sie schon, die haben wir eingesperrt. Höhö. Ne, wir gehen zurück. Irgendwann reicht's. Hier sind wir. Können hier mal gucken, ob es hier noch irgendwo hoch geht.
irgendwo müssen wir hier hochkommen. Ich denke, könnte gut ausgehen. Da geht's auch. Da kriegen wir Besuch. Sterben, ne? Das wäre der absolute Super-GAU. Metall, Metall, Metall. Komm mal hier. Das Metall noch mit. Mal was essen eventuell. Da sind unsere Lebensmittel so langsam. Von dannen. Das geht ja gar nicht, Explorer. Oh, ich bin froh, wenn wir das hier hinter uns haben. Macht zwar megamäßig Spaß, hier rum zu düsen. Irgendwas sagt mir, geh nicht da lang. Okay, das ist quasi im Kreis gelaufen. Ja, sind wir. Sagen wir, gehen weiter Richtung nach oben irgendwie. So, hier ist die Sackgasse. Ich wage stark zu bezweifeln.
Futter. Wir müssen auch jetzt nach Hause. Ich habe nichts mehr zu futtern. Ja. Wir müssen den Weg rausfinden, egal wie. Hier nicht, ne? Nee. Ist die Höhle. Wo geht's denn hier lang? Komm hier vielleicht raus. Alter. Ich glaube, hier vor uns sind wir uns nur noch mehr. Zurück. Wir kommen auf jeden Fall nicht weiter. Da sind wir gekommen. Das heißt, da müssen wir auch wieder rein. Wir sind von der ganz anderen Seite gekommen. Ja, hier irgendwo sind wir reingekommen. Fragt sich nur von wo. Von hier. Was? Drecksäcke. Von da, okay. Echt geschafft. Noch nicht. Okay. Alter, nicht so kurz vor. Weißt du? Hab's geschafft. Geil. Was hast denn du in meinen Beeten zu suchen, ne?
Nice, echt nice. Erste Höhlentour. Ich habe eigentlich gedacht, ich verkacke total, aber alles gut, ja. Direkt mal schlafen gehen. So. Packen wir mal den besonderen Stuff hier rein. Sprich, Iron Horse, eine Schallplatte. Lapis kommt rein, Redstone kommt rein, Diamant kommt rein, noch mehr dann, Gold. Iron bleibt hier. Buckets können wir zwei reintun. Iron. Okay, das haben wir, das haben wir. Torch kommt hier. Gut, dann als nächstes. Was haben wir denn hier? Lapis, Gold, Shake, Andesite, Flint, Gunpowder, Salt, Fossil, das kommt rein, das kommt rein, das, das können wir reintun. Das, 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 das. Also Tasche voll. Iron, Salt, Lapis, Gold, Flint, das, 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 Iron, Skull, das kommt rein, das kommt rein. Gut, nochmal vier Diamanten. Sattel. Das. Noch ein Sattel. Gut. Vier Diamanten. Ah, ein Smaragd haben wir gefunden. Ach so. Okay. Hier kriegen wir jetzt nichts mehr rein, ne? Oh je. Das, 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 das. Salz, Salz. Kein Salz, Salz, hier ist Salz. Rotten Flesh können wir hier rein tun. Erstmal. Gut, dann knallen wir die nächste von Nays am besten. Ja, nee, dann, nee, ich wollte direkt das vollautomatische machen, wenn es geht. Das heißt aber, wir packen in unseren Reiserucksack den Crafting Table, die von Ace, die uns gute Dienste erwiesen hat. 64 Fackeln. Geiles Gefühl. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal hier einen Cut. Ich wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.